Ja, okay, also das ist jetzt erkälteter A cappella zum freshesten, zum freshesten genesen. Downhill ins Tal und dann unten stumm auf Amol rappen. Danach geht es allemal wieder easy bergauf, so wie Rolltreppen. Distanziert von den Volldeppen, lieber auf das Gipfelspitze Holz hacken und auf jeden Troll wacken, Flow kicken, denn am Monatsletzten verchecken sie eh ihre gefakten Goldketten. Ich muss nicht wie ein Proll texten oder dich voll schwätzen mit voll ätzenden Volkshetzen, um einen Point zu setzen oder den Vorletzten vorlassen wie an Kassen, die ihnen den Korb flechten. Du Hemd mit Sektflecken aus dem Vorstädtchen. Sie kennen dich im Lädchen, packst dein Trennstäbchen hinter deine sortechten Lorbeerchen, doch es zwickt dich wie Heftzwecken, wenn die Fakten hervorstechen, wie Wespen, die sich dir ins Ohr stechen und vorpreschen, in dein Ohr setzen und dir was vorsummen, wie der Dorfälteste beim Torf stechen. Geht es dir nämlich nur darum, das Drama fortzusetzen, muss ich dich fortsetzen und bei brennenden Kerzen das Drama ersetzen, zum wachsenden Panorama meiner Wortenden. Bist du Tortenboden, dein Kordelhoden einholst nach dem Rohrfechten mit dem Kassierer. Und was da passiert war, fragt sich einer, mäßig interessiert am Blamierer. Und ich glaub es echt nicht. Es stand 6,66 € auf deiner Quitte und du warst so geschockt und sagte Storno statt aufrunden bitte und das alles nur für Flips und im Porno die dritte Titte. Du hast dich rausgelogen, kramtest noch nach der Währung, träumst von ausgewogener Ernährung und heimlicher Bekehrung auf der beigen Veranda. Ich übergehe die Propaganda und diss lieber wie der fiktive Hamster im ewig drehenden Rad ihrer Karriereleiter. Da sind Ratten dann doch die besseren Wegbegleiter, sagte schon jemand, der ewig tight war, weil sie sich aus dem Käfig befreit hat und niemals versteckte. Und genau so beginnen die Nächte, in denen ich mich lieber aus schlechter Laune raus rappte, statt mit schlechter Laune zu rappen, wie tausende Kecken, die sich was vormachen und dann doch nur mit lausigen Sätzen aufbrausend Ohrschlachten zu versuchen, ja. Sich verfluchen und dabei tun auf gut Betuchten. Ich blicke sie an mit verruchten Judgment Skills. Sag doch, was du willst und dass du Spasten killst. Doch was du nicht sagst, ist, dass du nur dank Bier Grills weißt, dass du deinen Pilz in der Wildnis wieder los wirst. Ja. Also trink das Dosenbier, denn hier in der Existenz ist doch eh fast alles Show hier. Du frisst Scheiße, als hättest du Kotgier. Und bevor ich mir mein Brot schmier, zähm ich mir lieber mein Flowtier, steh als Dompteur am Bootpier, bevor ich lospirsch auf dem schwimmenden Rothirsch. Und wer jetzt sagt, sie ist wohlwirsch, dem wünsche ich wohl Cheers, denn dass es hohl wirkt, wenn die Nuss einmal geknackt ist, ist doch bloß Ziel. Also spiel lieber mit erörternden Wörtern, statt ohne Ziel zu verkörpern, was man eh schon mal gehört hat. Peace out, adore.